Wir fangen heute ein neues Kapitel an in unserem Glaubensbekenntnis, das Kapitel Nummer 31. Da geht es über den Zustand des Menschen nach dem Tod und über die Auferstehung der Toten. Kapitel 1, ich mache heute nur einen Teil davon, ich erkläre es gleich genauer. Ich lese einmal vor. Die Körper der Menschen werden nach dem Tod wieder zu Staub und verwesen. Doch da ihre Seelen, die weder sterben noch schlafen, eine unsterbliche Seinsweise besitzen, kehren sie sofort zu Gott zurück, der sie gegeben hat. Die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht sind, werden ins Paradies aufgenommen, wo sie bei Christus sind und das Angesicht Gottes in Licht und Herrlichkeit erblicken, während sie auf die völlige Erlösung ihrer Körper warten. Die Seelen der Gottlosen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben, aufbewahrt zum Gericht jenes großen Tages. Außer diesen beiden Aufenthaltsorten für die von ihren Körpern getrennten Seelen kennt die Schrift keinen. Wird ein sehr umfangreiches Kapitel. So, Kapitel 31 und 32 kommen wir zu dem Thema, das die Theologen Eschatologie nennen, was so viel bedeutet wie die Lehre von den letzten Dingen. Seitdem das Bekenntnis im 17. Jahrhundert geschrieben worden war, hat sich dieses Thema zu einer heiß diskutierten Frage entwickelt. Der Zwischenzustand, Abschnitt 1. Wenn ich den Fachbegriff Zwischenzustand gebrauche, meine ich damit die Zeit zwischen dem Tod und der Auferstehung. Wenn jemand stirbt, kommt er in den Zwischenzustand und bleibt dort bis zum Tag der Auferstehung. Da dieser Zustand weder das endgültige Schicksal der Gerechten noch der Gottlosen ist, wird er Zwischenzustand genannt. Das Bekenntnis fasst die biblische Lehre über den Zwischenzustand hier sehr geschickt zusammen, indem es zwei äußerst wichtige Unterscheidungen vornimmt. Ich nenne es Punkt A, die Trennung von Leib und Seele im Zwischenzustand, und Punkt B, die Trennung zwischen den Gerechten und den Gottlosen im Zwischenzustand. Heute behandle ich nur Punkt A. Wenn wir jemals in angemessener Weise verstehen wollen, was die Bibel in dieser schwierigen Frage lehrt, dann müssen wir es anhand dieser beiden Unterscheidungen verstehen. Also der Punkt A, die Trennung von Leib und Seele im Zwischenzustand. Die erste wesentliche Unterscheidung besteht darin, dass der Mensch aus zwei qualitativ unterschiedlichen Teilen besteht. Diese nennt das Bekenntnis Leib und Seele. Da es sich hierbei um zwei qualitativ unterschiedliche Seinsweisen oder Entitäten handelt, können sich nach dem Tod sowohl ihr Zustand als auch ihr Aufenthaltsort voneinander unterscheiden. Punkt 1, der Leib. Hier stimmt das Bekenntnis sowohl mit unserer Erfahrung als auch mit den Aussagen der Heiligen Schrift überein. Die geistige Wahrheit besteht darin, wir wissen es, dass wir, das heißt unser Körper, sterben werden. Nach einem gewissen Zerfallsprozess der Verwesung werden wir, also unser Körper, nicht mehr als ein Häuflein Staub in einem Sarg auf irgendeinem Friedhof sein. Dies wird allen Menschen widerfahren und gerade auch uns, mit den Ausnahmen von Henoch, Elia und denjenigen Christen, die bei Christi Wiederkunft noch am Leben sind. Es geschieht zudem aufgrund von Gottes Fluch über den Ungehorsam Adams. Wir lesen in 1. Mose 2, 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Weiter in 1. Mose 3, 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Auch in Römer 5,12 lesen wir davon. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Punkt 2, die Seele. Das Bekenntnis macht zwei Aussagen über die Seele, die ihre Beschaffenheit im Zwischenzustand der Beschaffenheit des Leibes gegenüberstellen. Es bekräftigt erstens, dass die Seelen weder sterben noch schlafen, da sie eine unsterbliche Seinsweise besitzen. Diese Worte erfordern eine gewisse Erklärung, insbesondere der Ausdruck unsterbliche Seinsweise. Im Englischen Subsistence, lateinischen Subsistentia oder wörtlich Subsistenz. Nach dem Duden bedeutet Subsistenz einfach der Bestand, das Bestehen durch sich selbst, Lebensunterhalt, materielle Lebensgrundlage, materielle Existenz. Der Leib verwest. Er hört auf, als solcher zu existieren. Die Seele existiert aber weiter und hat auch nach dem Tod eine Seinsweise. Sie besitzt eine Subsistenz. Der Ausdruck unsterblich ist noch schwieriger.
Die griechische Philosophie betrachtete die Seele als in diesem Sinne unsterblich. Sie betrachtete sie als einen Götterfunken, eins mit Gott, ewig, nicht erschaffen. Das ist mit Sicherheit nicht das, was Christen meinen, wenn sie von der Unsterblichkeit der Seele sprechen. Dies will auch das Bekenntnis nicht sagen. Christen glauben, dass die Seele, wie alles andere, von Gott erschaffen wurde und in jedem Augenblick für ihr weiteres Fortbestehen von ihm abhängig ist. Die Definition in Grimms Wörterbuch kommt der Bedeutung des Ausdrucks unsterblich, wie in dem Bekenntnis verwendet, wesentlich näher. Diese Definition lautet: außerwesentliche Eigenschaft. Wer nicht stirbt, nicht zu sterben braucht, was nicht untergeht, verdirbt, aufhört, sich immer erneuert, fortsetzt und dergleichen. Die deutsche Sprache besitzt möglicherweise kein gutes Wort, um das zum Ausdruck zu bringen, was das Bekenntnis hier meint. Unsterblich ist wohl das beste Wort, das hierfür zur Verfügung steht. Es geht darum, dass der leibliche Tod nicht dazu führt, dass die Seele vergeht. Seelen sterben nicht wie die Leiber. Sie können als Teil des menschlichen Wesens den Tod erfahren, aber sie werden selbst nicht in einen leblosen Zustand überführt oder durch den Tod zersetzt. So heißt es im Bekenntnis, die weder sterben noch schlafen. Es liegt im Wesen der Seele, bei Bewusstsein zu sein. Dieses Wesen besteht über den Tod hinaus fort. Es ist in dieser Hinsicht nicht dem Tod unterworfen. Die zweite Aussage des Bekenntnisses über die Seele besagt, dass sie beim Tod nicht zu Staub wird, sondern zu Gott zurückkehrt. Die Vorstellung, die das Bekenntnis zu vermitteln versucht, besteht anscheinend darin, dass die Seele zu Gott zurückkehrt, um bis zum jüngsten Gericht den vorläufigen Lohn oder die vorläufige Strafe zugewiesen zu bekommen. Die entscheidende Frage ist natürlich, wo lehrt die Bibel diese Dinge? Wenn wir zur zweiten Unterscheidung kommen, dann im nächsten Sonntag, werden wir viele Texte betrachten, die über den jeweiligen Zustand der Gerechten und der Gottlosen im Zwischenzustand direkt etwas aussagen. Jeder dieser Texte wird nur noch einmal all dies bestätigen, was bereits über die Trennung von Leib und Seele gesagt wurde. In gewisser Weise besteht der größte Beweis dafür, dass der Leib und die Seele voneinander unterschieden werden müssen im Vorhandensein des Zwischenzustandes. Der unnormale Zustand des Todes offenbart die Zweiteilung, auch Dichotomie genannt, in der Beschaffenheit des Menschen am deutlichsten. Man beachte das veranschaulichende Beispiel in 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Oder weiter in 2. Korinther 5, 6 bis 8. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Die Bibel lehrt zudem ausdrücklich, dass der Mensch aus zwei unterschiedlichen Seinsweisen, Entitäten besteht, einem Leib und einer Seele. Dazu kurz im Prediger 12,7, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Diese Dinge stellen nun eine Einleitung zur biblischen Lehre über den Tod dar, die sich anhand von vier Aussagen zusammenfassen lässt. Nummer 1. Der Tod, der leibliche Tod, ist eine Strafe als Folge der Sünde. Diese Aussage haben wir jetzt gelesen, 1. Mose, Römer. Damit haben wir das bereits klargestellt und bewiesen. Wie der Tod eine Strafe für die Sünde ist, stellt er eine Umkehrung von Gottes Schöpfungsordnung dar. Ein Teil des Schiffbruchs, den der Fall des Menschen für Gottes vollkommene Schöpfung mit sich gebracht hat. Als solcher ist er im wahrsten Sinne des Wortes unnatürlich. Er ist etwas Böses. Punkt 2. Der Tod, der leibliche Tod, stellt eine radikale und unnatürliche Trennung von Seele und Leib dar, die im Verfall und der Auflösung des Leibes sowie der Entkleidung der Seele endet. Die Scheidung von Leib und Seele im Tod steht der Art und Weise, in der sie erschaffen worden sind, vollkommen entgegen. Weder die Seele noch der Leib waren dazu gedacht, unabhängig voneinander zu existieren. Die zunehmende Gebrechlichkeit, die das Herannahen des Todes kennzeichnet, und die widerwärtige Auflösung, die danach folgt, lassen deutlich sein widernatürliches Wesen erkennen. Punkt 3. Der Tod, der leibliche Tod, ist ein Zeichen und ein Unterpfand für den zukünftigen ewigen Tod der Nachkommen Adams.
Der leibliche Tod weist auf den Stachel des Todes hin. Das heißt, auf den schlimmsten Aspekt des Todes. 1. Korinther 15, ab 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Offenbarung 20, 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Tod, das schrecklichste physische Ereignis, das man sich überhaupt vorstellen kann, ist ein Symbol für die Hölle. Das furchtbarste Unglück, das einen Menschen treffen kann. Punkt 4. Für diejenigen, die mit Christus eins sind, wurde der Stachel des Todes aufgehoben. Das ist die gute Nachricht. Sie sterben nicht in Adam, sie sterben in Christus. Und daher existiert der Stachel des Todes, seine furchterregende Bedeutung, für sie nicht mehr. Kurz dazu 1. Thessalonicher 4,14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wenn nun Christen sich der Realität des Todes nahen, müssen sie sowohl für sich selbst als auch im Blick auf andere eine heilige Ausgewogenheit bewahren. Wenn das, was eben skizziert wurde, stimmt, dann brauchen und dürfen wir im Hinblick auf den Tod ja nicht versuchen, uns in eine große Freude herbeizubeschwören, ja nicht einmal eine gleichgültige Haltung. Der Tod ist nun mal etwas Schreckliches. Doch dieses ehrliche Eingeständnis, dass der leibliche Tod etwas Schreckliches ist, es darf unsere ausgeglichene Handlung nicht zerstören. Für den Christen ist der Stachel des Todes nicht mehr da. Er beraubt ihn nicht seines kostbaren Besitzes, nämlich Christi. Der Christ soll und muss dem Tod, das ist jetzt wichtig für uns, mit einem solchen Mut und einer solchen Hoffnung begegnen, die von der Wahrheit des Evangeliums zeugen. Ungläubige dürfen nicht vergessen, dass der Tod keine Zuschauersportart ist. Da dem so ist, braucht der Ungläubige Antworten auf die Fragen des Todes. Selbst wenn er am christlichen Glauben zweifelt, selbst wenn er seine Antworten nicht aus der Bibel bekommt, wo wird er sie sonst hernehmen? Kann er wirklich ohne Antworten auf den Tod leben? Wenn der Naturalismus und Materialismus, der an unseren staatlichen Schulen und von unseren bekannten Wissenschaftlern gelehrt wird, wirklich richtig ist, weshalb stört ihn dann so sehr der Gedanke an den Tod? Wenn der Tod doch nur ein Teil unserer natürlichen Ordnung ist, weshalb erscheint er ihm dann so unnatürlich, so schrecklich? Wenn der Tod die Strafe als Folge des Bösen und das Zeichen der Verdammnis unnatürlich ist, dann hat er einen Sinn. Wenn der Tod jedoch lediglich Teil der natürlichen Ordnung ist, dann hat er keinen Sinn. Menschliche Gefühle über den Tod geben dann keinen Sinn. Der Ungläubige an sich macht keinen Sinn. Die christliche Lehre bietet die einzige zufriedenstellende intellektuelle Grundlage, um den Tod überhaupt zu begreifen. Wenn der christliche Glaube wahr ist, dann muss der Ungläubige damit aufhören, seine scheinbaren Zweifel aufrechtzuerhalten und sich ernsthaft mit Christus auseinandersetzen. So, das war der Punkt 1, Leib und Seele. Die schöne Nachricht ist, wir Christen brauchen den Stachel des Todes nicht zu fürchten. Wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn angenommen haben, unsere Seele wird nach unserem leiblichen Tod direkt zu Gott auffahren und wir dürfen an Jesus Christus Seite sein. So, wir kommen zu unserem Bekenntnis. Wir sind bei Punkt 31 über den Zustand des Menschen nach dem Tod und über die Auferstehung der Toten. Ich habe letztes Mal schon einen Teil davon behandelt, von Punkt 1. Ich lese es aber noch einmal vor. Die Körper der Menschen werden nach dem Tod wieder zu Staub und verwesen. Doch da ihre Seelen, die weder sterben noch schlafen, eine unsterbliche Seinsweise besitzen, kehren sie sofort zu Gott zurück, der sie gegeben hat. Die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht sind, werden ins Paradies aufgenommen, wo sie bei Christus sind und das Angesicht Gottes in Licht und Herrlichkeit erblicken, während sie auf die völlige Erlösung ihrer Körper warten. Die Seelen der Gottlosen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben, aufbewahrt zum Gericht jenes großen Tages. Außer diesen beiden Aufenthaltsorten für die von ihren Körpern getrennten Seelen kennt die Schrift keinen. Es geht ihm um den Zwischenzustand. Wir haben letztes Mal behandelt den Punkt A, die Trennung von Leib und Seele im Zwischenzustand. Heute möchte ich zum Punkt B kommen, die Trennung von Gerechten und Gottlosen im Zwischenzustand.
Die Trennung von Gerecht und Gottlosen wird anhand von drei Aussagen entfaltet. Es gibt eine Aussage über den Zustand der Gerechten, eine weitere über den Zustand der Gottlosen und eine dritte darüber, dass es keine Alternativen dazu gibt. Die dritte Aussage werde ich im nächsten Punkt gleich kurz behandeln. Also, der Zustand der Gerechten teilt sich auf, ich habe es A bis F genannt, Punkt A. Ihr unmittelbarer Eintritt in diesen Zustand. Das Schlüsselwort an dieser Stelle des Bekenntnisses ist dann. Es bezieht sich auf die Worte, nach dem Tod kehren ihre Seelen sofort zu Gott zurück. Dann, so sagt das Bekenntnis, werden die Seelen der Gerechten, die in Heiligkeit vollkommen gemacht sind, ins Paradies aufgenommen werden. In dieser Hinsicht lehrt das Bekenntnis klar, dass es keine Zwischenzeit zwischen dem Tod selbst, das führt zum dritten Punkt eben, und dem Eingang der Gerechten in die Herrlichkeit gibt. Die Lehre des Bekenntnisses spricht an dieser Stelle ganz klar die Frage nach dem Fegefeuer an. Wenn es zwischen dem Tod und dem Eingang der Gerechten in die Herrlichkeit keine Zwischenzeit gibt, dann gibt es keinen derartigen Ort wie das Fegefeuer. Am Ende des Abschnitts formuliert das Bekenntnis diese Andeutung mit den klaren Worten, außer diesen beiden Aufenthaltsorten, für die von ihren Körpern getrennten Seelen kennt die Schrift keinen. B. Ihre vollkommene Heiligkeit in diesem Zustand. Unter den Segnungen, die der Zwischenzustand den Gläubigen bringt, wird als erste die genannt, dass sie vollkommen heilig gemacht werden. Das heißt also, dass die Gläubigen in ihrem moralischen und ethischen Zustand vollkommen sündlos werden. Ihre Seelen stehen in völligem Einklang mit der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. C. Ihre freudigen Umstände in diesem Zustand. Es wird gesagt, dass der Ort für die abgeschiedenen Seelen das Paradies ist. Dies ist, auch wenn manche dies in Frage stellen, ein Synonym für den Himmel. Dieser Ort versichert uns, dass die Seelen der Gerechten in dem Zustand, in den sie bei ihrem Tod eintreten, glücklich sein werden. D. Ihr verherrlichter Gefährte in diesem Zustand. Eine weitere wesentliche Segnung für die Gerechten im Zwischenzustand ist ihr Gefährte. Sie sind bei Jesus Christus. E. Ihr wunderbares Vorrecht in diesem Zustand. Das Bekenntnis lehrt, dass die Seelen der Gerechten Gott sehen werden. Die Theologen nennen dies die selig machende Schau, Visio Beatifica. Wie kein anderer sündiger Sterblicher es kann, schauen und leben sie in der unmittelbaren Nähe der im Himmel offenbaren Herrlichkeit Gottes. F. Ihre unvollkommene Seligkeit in diesem Zustand. Obschon die Seelen der Heiligen im Zwischenzustand vollkommen heilig sind, sind sie dennoch ansonsten unvollkommen. Ihre Seligkeit ist noch unvollständig. Unter den Segnungen, auf die sie immer noch warten müssen, steht die Erlösung ihrer Körper an erster Stelle. Das führt uns zum Zustand der Gottlosen. Die Aussage des Bekenntnisses über den Zustand der Gottlosen nach dem Tod ist sowohl ernüchternd als auch lakonisch. Die Seelen der Gottlosen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben, aufbewahrt zum Gericht jenes großen Tages. Mit diesen Worten teilt uns das Bekenntnis drei Dinge über den Zustand der Gottlosen im Zwischenzustand mit. Ihren Aufenthaltsort, die Hölle, ihre Umstände, Qualen und Finsternis und ihre Aussichten, das Gericht des großen Tages. In der hebräischen Schrift beschreibt das verwendete Wort Sheol den Bereich der Toten. Es bedeutet einfach Ort der Toten oder Ort der abgeschiedenen Seelen, Geister. Das griechische Wort im Neuen Testament, welches für Hölle verwendet wird, ist der Hades, was ebenfalls auf einen Ort der Toten hinweist. Das griechische Wort Gehenna wird im Neuen Testament auch für Hölle verwendet und wurde aus dem hebräischen Wort Hinnom abgeleitet. Weitere Schriften im Neuen Testament deuten darauf hin, dass Sheol, Hades, ein temporärer Ort ist, wo Seelen von Ungläubigen aufbewahrt werden, während sie auf die endgültige Auferstehung und Urteil am großen weißen Thron, also das Gericht, warten. Die Seelen der Gerechten, der Gläubigen, gehen nach dem Tod direkt vor das Angesicht Gottes in den Himmel, Paradies. So. Nach meinen Recherchen ist das Wort Sheol nicht ganz klar, es heißt jedoch nicht, dass seine allgemeine Bedeutung in der Heiligen Schrift unklar ist. In der Tat genügen die ersten fünf Vorkommen in der Heiligen Schrift, um diese allgemeine Bedeutung vollkommen klar zu machen. Ich lese nur kurz vor, 1. Mose 37, 35. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach:
Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. 1. Mose 42, 38, nur ganz kurz. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Kann man weiterlesen, 4. Mose, 5. Mose, 1. Samuel. Welche Spezialbedeutung Sheol auch immer annehmen mag. Sheol bezeichnet das, wie wir gelesen haben, was unten ist. Es ist der Ort, der unten ist. Diese allgemeine Bedeutung legt eine hilfreiche Analogie nahe, um die Bedeutung und den Gebrauch des Wortes Sheol in der Bibel zu klären. Wenn Sheol das ist, was unten ist, welches biblische Wort beschreibt dann das genaue Gegenteil? Es ist das hebräische Wort Samayim, das mit der Himmel oder die Himmel übersetzt wird. Ebenso wie das Wort Sheol das beschreibt, was unten ist, bezeichnet das Wort Samayim das, was oben ist. Dieser Gegensatz zeigt sich deutlich in zum Beispiel Hiob 11,8. Sie ist himmelhoch. Was willst du tun? Tiefer als das Totenreich? Was kannst du wissen? Auch im Psalm 139, Amos 9 nachzulesen. Für uns ist von besonderem Interesse, dass Samayim auch in Bezug auf unterschiedliche Realitäten verwendet wird. In der Bibel werden drei Himmel voneinander unterschieden. Die Luft, die Sterne und der Himmel Gottes, 2. Korinther 12. Wenn man davon ausgeht, dass das Wort Samayim ein vergleichbares Konzept beschreibt, wie das Wort Sheol, dann legt dies nahe, dass sich auch Sheol auf verschiedene Realitäten bezieht. Die sichtbaren Himmel sind diejenigen, die oben sind. Daher werden sie mit Gott in Verbindung gebracht und stehen symbolisch für seinen Wohnort und den Ort der Seligkeit. Sheol, das was wörtlich verstanden unten ist, wird somit dem in Verbindung gebracht, was Gott und der Seligkeit entgegensteht. Es steht daher symbolisch für den Ort der Not und Qual, an dem weder Gott noch sein Segen gegenwärtig sind. Daher wird dieser Begriff manchmal für das Grab gebraucht, aber in anderen Fällen auch für die Hölle, denn das Grab ist ein Sinnbild für Gottes Gericht und damit für die Hölle. Die Hauptgrundlage für dieses Verständnis von Sheol findet sich darin, dass dieses Wort in der Tat für die Hölle verwendet wird, den Ort der Strafe für die Gottlosen nach dem Tod. Über den Zustand der Gottlosen ergeben sich nun verschiedene praktische Schlussfolgerungen. Punkt 1. Der Zwischenzustand der Gottlosen ist ein Ort bewusster Qual und Strafe. Diese Qual wird beschrieben als ein Zustand in Finsternis, in Fesseln, in dem sie brennen. Zweitens. Dieser Zwischenzustand der Gottlosen ist ein Ort, an den Menschen gelangen und der für Menschen aufgrund ihrer Sünde bereitet ist, die in unterschiedlicher Weise als Begierde beschrieben wird, als Spott über die Worte Jesu, als Ungehorsam gegenüber der Verkündigung von Gottes Wort, als Ungerechtigkeit wie in Noahs Generation und in Sodom und Gomorra, sowie als der Verkauf Jesu für Silber. Dieser Platz ist so ähnlich mit der Gottlosigkeit der Menschen verbunden, dass scheinbar jeder eine einzigartige Bestrafung erfährt, die seinen Sünden entspricht. Drittens. Der Zwischenzustand der Gottlosen ist ein Ort, von dem es kein Entrinnen gibt. Es gibt eine starre Kluft, sodass keiner aus dem Hades entfliehen kann. Dieser wird als Gefängnis beschrieben, das vom Herrn bewacht wird. Folglich gibt es keinen Entrinnen von diesem Ort. Es ist der Ort eines Menschen im Leben nach dem Tod. Als ein einzigartiger Aufenthaltsort, der eigens für ihn bereitet wurde, kann er nicht daraus entkommen. Dies beantwortet auch die Frage, ob es für den Menschen nach dem Tod eine zweite Möglichkeit zur Rettung gibt. Die Gottlosen werden in diesem Gefängnis zu dem besonderen Zweck aufbewahrt, am Tag des Gerichts angeklagt zu werden. Dazu 2. Petrus 2,9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Welche weiteren biblischen Überlegungen erfordern ebenfalls diese Schlussfolgerung? 1. Petrus 3,20. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. 1. Petrus legt nahe, dass Gottes Geduld mit dem Tod dieser Menschen am Ende ist. Ebenso ist in den Worten Jesu in Johannes 8,21. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. In diesen Worten Jesu ist ein Hinweis auf die Endgültigkeit enthalten. In Sünden zu sterben ist mit Sicherheit eine schreckliche Sache. Aber warum sollte dies so schrecklich sein, wenn es noch eine zweite Chance gäbe?
Man beachte auch, dass das Endgericht aufgrund des Erdenlebens der Menschen vorgehen wird. Es wird ständig auf das irdische Leben von Menschen als einzige Grundlage für das Gericht Bezug genommen. Zum Beispiel Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Man kann auch dazu lesen 2. Korinther 5, 1. Timotheus und so weiter. Es gibt nirgends einen Hinweis auf eine mögliche Veränderung aufgrund des Verhaltens im Leben nach dem Tod. Und der frohe Abschluss für uns. Aber wessen Namen im Lebensbuch des Lamms steht, braucht sich vor diesen schrecklichen Schicksalen nicht zu fürchten. Durch den Glauben an Christus, unser vergossenes Blut, für unsere Sünden, ist unsere Destination das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Amen. Amen.